2, 3, los geht's. Herzlich willkommen zu Episode 5 von Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wojtecki, gegenüber sitzt Martin Südmeier. Martin, gut, es ist brüllend heiß in Potsdam. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, aber auch wunderbar, denn dieses Wetter ist doch auch irgendwie belebend. Und also mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, sonst geht's mir gut, ich schwitze nur ein bisschen. Aber das ist ja Klagen auf hohem Niveau. Wir freuen uns ja, dass der Sommer da ist. Und grundsätzlich finde ich es gut, wobei ich natürlich hier nicht so die Möglichkeit habe wie du, dauernd in irgendwelche Seen zu springen oder mal schnell aufs Boot zu steigen. In Nordrhein-Westfalen ist das ja etwas mehr low-key als die noblen Menschen in Potsdam ihr Leben verbringen. Ihr habt den Rhein. Martin, wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen, ne? Heute für einen Podcast. Wir begrüßen natürlich alle Zuhörenden ganz herzlich und freuen uns, dass wir immer mehr Zuhörerinnen haben und das scheinbar ganz gut ankommt. Und wir wollten mal eine aktuelle Sache, nochmal eine aktuelle Geschichte aus den Medien aufgreifen, und zwar Justin Bieber. Martin, der hat sich ja in den Medien geäußert, sogar im Video bei Instagram, und hat auch gesagt, was er hat, nämlich ein Ramsay-Hunt-Syndrom, und hat es ja auch gezeigt, dass sein Gesicht gelähmt ist. Wollen wir mal ein bisschen erklären, was das ist und warum wir fanden, dass wir das jetzt auch nochmal durchkauen wollen, obwohl es in den Medien schon war, weil es irgendwie ja für die neurologische Versorgung auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen. Ja, ne? Und ich merke, du bist immer mit Stars und Sternchen unterwegs. Letztens war Bruce Willis, jetzt Justin Bieber. Aber es sind, glaube ich, gute Beispiele. Und eine Facialisparese, also diese Lähmung des Gesichtsnerv, der die Motorik an Stirn und im Wangen und Augenbereich ja innerviert, ist ja gar kein seltenes Phänomen und kann auch bei jungen Menschen auftreten. Und hatte ja bei Justin Bieber eine Besonderheit, du hast es gerade schon gesagt, das Ramsay-Hunt-Syndrom. Willst du medizinhistorisch dazu was berichten oder inhaltlich immunologisch, virologisch? Für die historische und Kunst-Ecke bist ja du zuständig. Ich würde jetzt mal das Medizinische vielleicht sagen. Also, oder einfach nur kurz erwähnen. Es gibt ja Facialisparese, also Lähmung des Gesichtsnerv, die idiopathisch sind, von denen man annimmt, dass Viren da eine Rolle spielen, aber man es letztens nicht findet. Aber eben 20% der Gesichtslähmung oder Gesichtsnervenlähmung findet man eben einen Erreger oder eine besondere Ursache. Und beim Ramsay-Hunt-Syndrom sind das Varicella-Zoster-Viren, also die Windpocken-Viren, die das machen. Und im Gegensatz zur normalen Facialisparese, die man mit Cortison behandelt, würde man da nämlich eben mit einem Medikament gegen Viren behandeln, nämlich mit Aciclovir. Und es gibt da aktuelle die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die dieses Jahr diesbezüglich nochmal neu rausgekommen sind, sagen hier tatsächlich, dass man da auch intravenös behandeln sollte, und zwar über eine Woche. Und das ist eben wichtig, dass man die 20% rausfischt, die man dann doch mit Medikamenten gegen Viren behandeln sollte, weil man sonst nicht ausreichend behandelt, und nur mit Cortison als Tablette wäre es eben nicht gut, das zu behandeln. Und wir machen es ja so in der Neurologie, dass wir Menschen mit Facialisparese Nervenwasser punktieren und aus Labor abnehmen, und viele reagieren damit Unverständnis und sagen, warum denn und so weiter. Das ist was Invasives, nämlich genau um diese 20% der Menschen rauszufischen, die man sonst falsch behandeln würde. Eine andere Möglichkeit wäre die Borreliose, die man dann mit Antibiotika behandeln müsste. Ja, ist immer manchmal schwer zu erklären, dass man auch eine Punktion durchführen sollte. Wir haben auch gerade eine Patientin aus Peru bei uns liegen, die haben wir auch punktiert, eine junge Frau, die hat ein schweres postpunktionelles Syndrom jetzt bekommen nach Punktion bei Facialisparese, bei der ist nichts rausgekommen, aber ich finde auch, es ist eine wichtige Ausschlussdiagnostik, dass man tatsächlich Virus- oder bakteriell-assoziierte Erkrankungen des Nerven ausschließt. Kannst du kurz sagen, postpunktionelles Syndrom, kurz erläutern, was das ist? Also das ist, wenn man das Nervenwasser entnimmt, kann es eben zu so einer leichten Liquorleckage kommen, dass sozusagen das Nervenwasser noch etwas mehr nachfließt und auch eine mechanische Irritation
letztendlich auch der Gehirnhäute mit auftritt bei der Punktion und dass es dann eben zu Schmerzen kommt. Und das ist gar nicht so selten, gerade bei jüngeren, schlanken Damen, dass sie dann einige Tage nach der Punktion noch Kopfschmerzen haben. Und das ist dann unter diesem postpunktionellen Syndrom zusammenzufassen, was sich aber ja gut zurückbildet und nach ein paar Tagen auch wieder verschwindet. Und die hat dann natürlich Danke gesagt. Danke, dass sie mir jetzt Kopfschmerzen gemacht haben und nichts gefunden haben. Aber die Antwort ist eben ja, aber 20% Chance ist halt da, dass man was gefunden hätte, was eben nicht sonst gefunden worden wäre. Zumindest sollte man ja eine Serologie auf die Viren im Blut machen, aber manchmal findet man eben auch die Entzündung wirklich nur im Nervenwasser und kann belegen, dass spezifisch im Nervenwasser was passiert. Und wir denken schon, dass das wichtig ist, das zu untersuchen. Wenn man Bläschen sieht, also solche herpetiformen Bläschen oder solche Zoster, diesen Zoster im Gesichtsbereich dann sowieso, ne, dann sieht man das. Aber es gibt eben auch diese Form, dass man diese Bläschen eben nicht von außen sieht und trotzdem eben die Varizelleninfektion da ist. Und das ist wohl so, dass sich ja diese, das ist ja auch ein Herpes-Untervirus, dass sich diese Viren ja im Nervensystem nach einer vorigen Infektion, die man hatte, verstecken und wieder rauskrabbeln können und die ein neues Aufflammen machen. Das wäre auch die Frage, woher kriegt man sowas? Ja, wahrscheinlich hat man das im Körper und es flammt dann auf in einer Belastungssituation fürs Immunsystem oder manchmal auch ohne zu definierenden Grund. Ne? Ja, wir schießen Verzerrungsparese gleich ab, aber ich möchte auch noch was dazu sagen, denn es ist ja doch häufig sehr belastend für Patienten, weil das ja doch optisch eine starke Beeinträchtigung ist und ist also vom persönlichen Empfinden. Und ja auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn man das Auge nicht mehr schließen kann, kann ja sogar die Hornhaut austrocknen, dass man da sogar darunter erblindet, wenn man da nicht entsprechende Maßnahmen trifft. Und häufig ist ja die persönliche Frage, und die wir Justin Timberlake auch gehabt haben. Justin Bieber. Justin Bieber. Wird das wieder weggehen? Was antwortest du denn auf solche Fragen? Er hat mich jetzt nicht gefragt, aber das ist eine gute Frage. Ich finde immer, die Prognose kann man schon in den ersten Tagen ein bisschen ableiten. Wenn man doch relativ schnell eine Rückbildung sieht, kann man eine sehr gute Prognose stellen. Aber ich sage den Leuten immer, egal wie sich es in den ersten Tagen entwickelt, man muss Geduld haben, man muss es trainieren und es kann Wochen bis Monate dauern, bis sich zurückbildet und manchmal bildet es sich nicht ganz zurück. Und das ist natürlich gerade bei den harmlosen, bei den 80% ohne Erreger, wo man sagt, ist nicht schlimm, ist nur das Gesicht ein bisschen gelähmt und es kann auch sein, dass es bleibt. Das finden natürlich die Patienten gar nicht witzig zurecht, aber ich versuche das ungefähr so zu beantworten. Wie hast du da Daten im Kopf bezüglich der Prognose, man wissenschaftlicher nennen kann, als ich das gerade gemacht habe? Also ich würde da auch keinen Wissenschaftsbezug herstellen. Ich glaube, die Antwort gebe ich auch, dass man eben keine individuelle Prognose letztendlich ableiten kann, dass man sich tatsächlich Wochen und Monate Zeit nehmen muss und eben regelmäßig beübt. Was ich mittlerweile regelmäßig mache, ist, dass wir auch bei Patienten, wo sich das eben nicht zurückbildet vollständig und eben wo noch ein ästhetische Beeinträchtigung besteht, dass wir unsere plastischen Chirurgen hinzuziehen, die dann zum Teil ganz gute so Gesichtsaufbau und auch zum Teil Reanimation wieder operativ herstellen können, was manchmal sehr hilfreich für Patienten ist, wenn die da drunter leiden. Mhm. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile da in die Behandlungskaskade mit eingezogen habe. Mhm. Noch kurz zu James Ramsay Hunt. Du wolltest den historischen Kontext haben. Amerikaner, Neurologe. Jetzt muss ich selber spicken, er ist 1872 geboren und ist 1937 in New York verstorben. Also jetzt hast du den medizinhistorischen Kontext nochmal. Aber wir wollen jetzt auch gleich nochmal. Danke noch dir. Mal. Gerne. Ich muss aber selber nochmal nachschauen. Wir wollten noch, du hast mir gesagt, du willst noch eine persönliche Frage stellen, bevor wir in unseren Fall des Monats gehen. Und ich habe dir gesagt, ich bin damit einverstanden und bin gespannt, was du mich fragen willst. Dasselbe werde ich dich zurückfragen. Ne? Ja, ist okay. Ja, ich habe eine Frage heute im Podcast gehört, den ich ab und zu mal höre, Hotel Matze zu empfehlen. Und der stellt am Ende immer die gleichen Fragen an seine Gäste. Und eine Frage, dachte ich, klaue ich einfach mal, weil die vielleicht ganz gut auf uns passt. Und zwar, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darauf hättest du mich vorbereiten können.
Ich kann vieles noch nicht so gut. Was ich gerade konkret mache, was ich privat mache, ich lerne gerade für einen erweiterten Segelschein, den SSS-Schein, also Seeschifffahrtschein, und bin gerade mit dem Thema Seemannschaft beschäftigt, wo es tatsächlich darum geht, wie man sich richtig an Bord verhält und in der Interaktion und welche Sachen man berücksichtigen muss und wie man sich auch in Notfallsituationen verhält. Und das ist durchaus aufs Berufliche zu beziehen, denn da gibt es durchaus gute Ratschläge und Verfahrensanweisungen, die man, glaube ich, auch von dem Seemenschen in den beruflichen Alltag projizieren kann. Und damit beschäftige ich mich gerade. Dauert 2 Jahre, also wir haben lange Zeit im Podcast darüber zu reden. Können wir nochmal aufgreifen, dass Boot und Schifffahrt letztendlich, ich habe es ja nur bis zum Sportbootführerschein See und Binnen geschafft. Aber du hast aber sogar das Funkpatent gemacht, ne? Absolut. Das ja, bist ja sowieso sozusagen Prof. Ja, bist ja Marineoffizier, ist ja richtig, ne? Oder? Ja, ja, aber insofern, du lenkst ab, denn da. Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt über Seefahrt sprechen, da müsste ich jetzt ganz kleine Brötchen backen. Ja, das ist das, was du lernst, das noch nicht so gut kannst. Da hast du jetzt ein bisschen tief gestapelt, weil eigentlich kannst du die Seefahrt schon gut. Ja, ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ich kannte die Frage schon, jetzt gar nicht so was Privates. Ich wollte beruflich, finde ich, lerne ich gerade oder beschäftige mich ab und an mal ein bisschen mehr mit Botulinumtoxin-Injektionen und zwar dabei, das Ultraschall-gesteuerte ein bisschen mehr zu lernen. Wir kennen ja alle Ultraschall, vaskulären Ultraschall, also die Gehirngefäße anzugucken, und ich habe ja auch mal die Parenchymsonographie damals nach Düsseldorf gebracht, aus Rostock gelernt für Parkinson. Und was ich eben noch nicht gut kann, ist Muskelultraschall. Aber ich glaube, dass das ein gutes Einsatzgebiet ist. Und insbesondere, wenn man Muskeln treffen will für Injektionen, Botulinumtoxin, ist das doch deutlich überlegen der EMG-gesteuerten Punktion, weil man doch bei Muskeln, die in Schichten übereinander liegen, meiner Meinung nach immer im EMG gar nicht so genau, der Elektromyographie mit der Nadel, gar nicht so genau sagen kann, welcher Schicht man landet. Und ich glaube, die Treffgenauigkeit ist mit Ultraschall besser. Das kann ich nicht gut. Das lerne ich ab und zu mal. Habe auch mal nochmal einen Kurs gemacht diesbezüglich, dass man da mit umgeht. Die ganze Anatomie lernt man dann nochmal deutlich besser. Das wäre so meine fachliche Antwort darauf, auf die Frage. Finden Sie gut, die Antwort? Finde ich gut. Das nächste Mal frage ich eher nochmal zum Privaten. Aber das wirkte sehr fachlich. Aber lass uns beim Fachlichen bleiben. Aber kurz eine andere Sache kann ich vielleicht noch erwähnen, was mir eingefallen ist, als du deine Seefahrtsantwort gegeben hast, dass ich auch dauernd noch lerne, oder was auch der Bezug zum Beruf ist, dieses Teambuilding, Teamzusammenhalten, wie arbeitet man am besten im Team zusammen. Das muss ich sagen, das ist ein dauerhafter Lernprozess. Ist auch im Beruf immer wieder, wie bringt man Leute zu dem, das zu machen, was fürs Team am besten ist, wie fängt man die auf, wie findet man das auch raus, wer welche Neigung hat und so weiter. Das ist, glaube ich, was sowohl im Privaten als auch im Beruflichen wichtig ist. Ja, der Umgang untereinander, das ist immer wieder, wirst du ja auch bestätigen, auch vor allem im Beruf, eine Sache, die uns fast 50% unserer Zeit beschäftigt, wenn man eine Abteilung leitet, ne? Wenn es nicht noch mehr Prozent sind. Ja. Das macht es auf der einen Seite spannend und reizvoll. Manchmal ist es auch etwas mühselig, aber so ist es eben. Und Lernprozess, ein dauerhafter Lernprozess. Ja, also der Müßiggang und das Nichtlernen ist uns nicht gegeben. Und in diesem Zusammenhang, lass uns doch mal zum Fall des Monats übergehen. Was war dein Fall des Monats, Lars? Ja, ich hatte einen langen, komplizierten überlegt, aber jetzt habe ich mich gestern umentschieden. Meine Patientin gerade in der Klinik mit einem Charles-Bonnet-Syndrom. Und das ist, hat jeder schon mal gesehen, aber man hat es auch nicht alle Tage, und deswegen habe ich es mal erwähnt. Das ist umfasst letztendlich visuelle Erscheinungen, halluzinationsähnliche Dinge, die Patientin hat. Menschen im Zimmer gesehen, von denen sie aber genau weiß, dass sie nicht da waren. Das unterscheidet ja die Pseudohalluzination von Halluzination. Also man hat ein Trugbild,
was auch so klar und deutlich ist wie die Realität, aber man kann es eben von der Realität abgrenzen. Und im Gegensatz zu Psychosen, Halluzinationen im Rahmen von Psychosen, im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen, ist bei diesem Syndrom ist eben typisch, dass im Rahmen des Sehapparats, entweder schon am Auge oder weiter hinten, das war bei dieser Patientin so, die war am Auge operiert worden, hat aber auch in der Sehstrahlung wohl mal einen kleinen Infarkt, Schlaganfall gehabt, und dass es dann zu Trugwahrnehmungen kommt. Wahrscheinlich, weil die Kommunikation des primären Sehapparats, des Auges, des Sehnervs mit der weiterverarbeitenden Instanzen im Gehirn nicht gut koordiniert ist, sind und das Gehirn dann frei dreht und Überinterpretationen von falschen Sinneseindrücken macht. Ist ein interessantes Phänomen, muss man von der psychiatrischen Erscheinung unterscheiden. Haben wir diesen Fall gar nicht behandelt, weil die Patientin davon distanziert war und gesagt hat, wenn ich weiß, dass nichts Schlimmes ist, komme ich damit klar. Kann man versuchen, mit einem Antipsychotikum, einem Neuroleptikum zu behandeln, ist aber nicht gut untersucht, wie oft das dann auch hilft. Fand ich ganz erwähnenswert. Viel mehr ist zu der Geschichte gar nicht zu sagen. Ich kann natürlich auch noch erwähnen, dass Charles Bonnet ein Genfer Naturwissenschaftler, Philosoph und Anwalt im 18. Jahrhundert war und diesen Symptomkomplex 1760 erst beschrieben hat. Er gilt übrigens auch als Entdecker der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nein, also wir werden medizinhistorisch, das finde ich super. Und ich frage diese Frage immer gerne in der Facharztprüfung, was ein Charbonnet-Syndrom ist. Dritte abschließende Frage. Mhm. Und nun wissen es alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wer das nicht weiß, fällt dann durch, oder wie? Ja, das ist noch so eine Add-on-Frage. Add-on, also, ist die Einser-Frage. Wer auf sehr gut gehen will, beantwortet also. Oder wer nicht durchfallen will, soll das auch beantworten. Okay. Also das ist alles in Ordnung. Und aber deine Patientin konnte sich davon distanzieren. Ja. Es gibt auch manchmal das Phänomen, dass sie wirklich dann in dieser Welt sozusagen subjektiv leben und auch gar nicht ihre Seheinschränkungen, sogar zum Teil Erblindung, wahrnehmen. Das ist das finde ich auch mal beeindruckend, wenn man die Patienten dann in der Interaktion hat. Ja, in diesem Fall war das klar distanzierbar, deswegen haben wir es auch nicht behandelt. Wenn das anders ist, so wie du es gerade beschreibst, ist es natürlich schwieriger, weil es ja keine richtigen psychiatrischen Halluzinationen sind. Man kann es aber trotzdem entsprechend versuchen zu behandeln, aber spricht nicht immer drauf an. Ne? Nein, ich glaube, dann muss man eher eine Awareness dafür schaffen, dass es tatsächlich Trugwahrnehmungen sind. Aber auch das ist nicht immer einfach. Okay, das war ein kurzer, knapper Fall, aber spannend. Willst du meinen hören? Was bleibt mir anderes übrig? Ja, leg los, natürlich. Du kannst ja ausmachen den Ton und dann ist es nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sehe beim Sprechen zu und wahrscheinlich machen die jetzt auch alle aus. Ich habe auch einen relativ kurzen Fall, finde ich aber die Hörer spannend. Können ja dein anmutiges Wesen optisch beim Sprechen gar nicht beobachten. Deswegen, ich habe ja den Vorteil, dass ich dir einfach auch zusehen kann. Ja, das haben wir bewusst eingeführt, weil dieses ins Dunkle sprechen war immer nicht so richtig gut. Das war nicht gut. Nee, also zum Zuhören ist das gut beim Podcast, aber für die den produzieren, ist doch besser, wenn man sich sieht. Dieses Gespräch ist irgendwie dann realer, ne? Absolut. Und ich sehe hinter dir Umzugskartons. Warum eigentlich? Ja, ich kriege ein neues Büro und da wird ein Teppichboden drin sein. Ein Argument, was ich der Geschäftsführung gegenüber geliefert habe, ist, dass ich zum Beispiel Podcasts aufnehme und es zu stark halt und wir die Tonqualität verbessern müssen. Das heißt, beim nächsten Mal wird es vielleicht etwas besser sein, weil es nicht mehr so halt in meinem Raum. Und wird gerade noch gestrichen und beim nächsten Mal wird es dann in einem anderen Büro sein. Das heißt, unsere Abonnentenzahl wird steigen, wenn die Tonqualität bei dir noch besser wird. Das hoffe ich doch, ja. Also mein Fall bezieht sich auch ein bisschen auf einen Wunsch eines Zuhörers, der gesagt hat, wir sollen mal das Thema Migräne berühren. Und jetzt berichte ich kurz über einen Fall, der das Thema tatsächlich umfasst. Und zwar war das eine Patientin, die zuletzt bei uns in die Notaufnahme kam und eine plötzlich einsetzende oder relativ plötzlich einsetzende Sprachstörung hatte, im Sinne einer Aphasie. Das Thema hatten wir ja schon mal auch mit deinem Schauspielerbeispiel. In diesem Fall war es aber akut einsetzend und man dachte, dass es möglicherweise ein Schlaganfall ist,
die war relativ oder ist relativ jung, die Patientin, so Anfang 50, und die kam dann. Und glücklicherweise konnten wir den Ehemann erreichen, der dann berichtet, dass sie eine Migräne hat und dieses Phänomen häufiger bei ihr auftretend ist, bevor die Kopfschmerzen einsetzen, dass sie wirklich schwere neurologische Ausfälle hat und eben häufig in Form dieser Sprachstörung, sodass wir uns dann zurückgezogen haben von einer Schlaganfall-Akuttherapie, zwar noch eine Bildgebung sicherheitshalber ergänzt haben in Form eines MRTs, aber gesehen haben, dass da tatsächlich kein Anhalt für eine Durchblutungsstörung vorliegt und uns dann zurückgezogen haben in der Notfallbehandlung und tatsächlich etwas Zeit gegeben haben und nach einigen Stunden sich dann auch diese Sprachstörung wieder zurückentwickelt hat. Und das ist, finde ich mal ganz eindrücklich zu sehen, was Migräne eben neben Kopfschmerzen noch so triggern kann. Ja. Wie sind deine Erfahrungen dahingegen, so Stroke, Mimics und Migräne? Ja, muss man immer dran denken, tritt immer mal wieder auf. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Erfahrung ist da, dass man sowas immer aufgreifen muss, dass man sowohl als Differentialdiagnose beim Schlaganfall ja sowohl die Migräne als auch den epileptischen Anfall immer mitdenken muss, insbesondere wenn die Manifestation nicht so ganz typisch ist. Bei der Migräne wäre es ja eher so, dass die Aura, also die Ausfallerscheinungen erst kommen und danach der Kopfschmerz. Wenn zum Beispiel bei einer Hirnblutung oder bei einem Schlaganfall im Rahmen von einer Hämorrhagie wäre es ja eher umgekehrt. Wenn man wahrscheinlich erst einen starken Schmerz und dann wären die Ausfallerscheinungen. Also die Reihenfolge ist, glaube ich, nochmal wichtig anamnestisch, um das rauszufinden. Aber es ist ja nicht immer ganz klar. Und es gibt ja auch die Migräne sans Migräne. Das heißt, man kann ja auch die Ausfälle im Rahmen einer Migräne haben ohne den Kopfschmerz. Und das kann es manchmal ein bisschen knifflig machen. Insbesondere finde ich im Akutmanagement des Schlaganfalls, wo ja aufgrund der Time-is-Brain-Maßgabe, dass man möglichst schnell sein soll und deswegen eine Computertomographie macht und man in der Computertomographie ja nur den Nachweis einer Nichtblutung führen kann, aber den Schlaganfall ja nicht positiv zeigen kann. Und da geht man natürlich auch immer das Risiko mit, so Mimics zu übersehen und einen Schlaganfall ja quasi nur anamnestisch belegt und nicht durch Zusatzdiagnostik. Und deswegen finde ich immer, wenn man irgendwas dabei hat, was nicht so ganz klar ist in der Anamnese, wo man sich unsicher ist, ein Schlaganfall, ob man den jetzt vor sich hat oder nicht, ist dann durchaus auch gerecht, vielleicht dann doch mal eine MRT-Bildgebung auch zu machen, auch wenn das dann vielleicht mal eine Viertelstunde länger dauert, finde ich. Ja, und die Fremdanamnese ist dann doch manchmal auch hilfreich. Gerade bei Patienten, die sich nicht mehr verbal äußern können. Wir bleiben beim Thema Migräne, denn ich gehe direkt mal über zu meinem Paper des Monats. Da geht es auch um Migräne. Also du merkst, ich bin sehr monothematisch heute. Und zwar ist das eine Übersichtsarbeit, eine Meta-Analyse, die sich damit auseinandergesetzt hat, inwieweit Medikamente in der Migräneprophylaxe hilfreich sind. Migräneprophylaxe dahingehend, dass es so definiert, dass eine chronische Migräne vorliegt, also eine Attacken von Frequenz von mehr als 14 pro Monat, unabhängig jetzt von der Intensität. Und die haben sich über 6.500 Arbeiten angesehen und die hinterher anhand der Gütequalität auf 32 Arbeiten runtergebrochen, die Kriterien für diese Meta-Analyse erfüllten. Das heißt, dass das placebo-kontrollierte, multizentrische Arbeiten insbesondere waren und haben sich angeguckt, wie neue Wirksubstanzen, die es ja mittlerweile so seit gut 2 Jahren, denke ich, in der Migränetherapie gibt, und zwar die sogenannten monoklonalen Antikörper gegen CGRP, also Calcitonin Gene-Related Peptides, also gegen ein spezielles Neuropeptid, was von Nervenzellen ausgeschüttet wird und die Gefäße erweitert und eine Entzündungsreaktion hervorruft, und man weiß, dass bei den Migräneanfällen erhöht ist, dieses Peptid, dass man da tatsächlich ein Antikörper hat, der sich gegen das Peptid selber und gegen Rezeptoren, also gegen Andockstellen an den Gefäßen und im Gehirn richtet. Und dass man weiß, dass diese neuen monoklonalen Antikörper einen erheblichen Effekt haben können bei der chronischen Migräne, und hat das mit klassischen Medikamenten
wie zum Beispiel Topiramat, was wir als aus der Epilepsiebehandlung kennen, verglichen, und Botulinumtoxin. Das war ja gerade dein Thema. Botulinumtoxin ist ja nicht nur zur Muskellähmung künstlich bei Form der Dystonie anzuwenden, sondern auch bei chronischer Migräne. Und man hat gesehen, dass diese neuen monoklonalen Antikörper hocheffektiv sind, ähnlich der Effektivität von Topiramat, sogar noch besser als Botulinumtoxin in dieser Meta-Analyse, und hat zusätzlich nachweisen können, dass die Verträglichkeit sehr gut ist gegenüber dem Topiramat, was vielleicht noch ein bisschen effektiver war, aber in ein Drittel der Fälle vom Patienten abgebrochen wurde in der Behandlung, ja, weil es tatsächlich Nebenwirkungen macht, die relevant sind und dann eben zum Nichtfortführen der Medikation mit Topiramat führen. Also will sagen, wir haben auch in der Migräneprophylaxe gute Entwicklung und zuständig neue Medikamente und eben gerade neu sozusagen in der Therapie diese CGRP-Rezeptor-Antagonisten, oder? Ja, interessant fand ich tatsächlich in der Meta-Analyse, dass Topiramat ja von allen Substanzen das wirkstärkste war, aber eben mit den meisten Nebenwirkungen. Ne? Ja, das ist, und wir setzen es ja ganz gerne, oder ehrlicherweise setzen wir es gar nicht so häufig ein. Also Topiramat, ich weiß nicht, wir haben es ja so in verschiedenen Bereichen mal im Einsatz, irgendwie auch beim essentiellen Tremor oder bei Patienten mit eben Epilepsie. Und wir sehen, dass die Nebenwirkungen ja doch eher so das Patienten Konzentrationsgedächtnis entwickeln. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Nebenwirkung, die am frappantesten ist. Ja, wenn man es dann aufdosiert hat, ist es doch meistens oft nicht gut verträglich. Aber es ist immer wieder interessant, ist ja in vielen Bereichen so, in der Epilepsie ja auch, dass die neuen Substanzen oft gar nicht besser wirken, sondern einfach die moderne Medizin dahin geht, dass man die Wirksamkeit von den Oldschool-Substanzen erreicht, aber ohne deren Nebenwirkungsprofil. Und dass das oft dann auch der Faktor ist. Und das zeigt ja diese Meta-Analyse letzten Endes ja auch ganz schön. Trotzdem muss man ja, bevor man es einsetzen kann und verschreiben kann, die anderen Optionen durchhaben. Dann hat man so ein Kaskadenschema, bei dem man belegen muss, dass man das entweder nicht vertragen wurde oder es nicht effektiv genug war, bevor man sich zu den Antikörpern durcharbeiten kann. Das ist auch wie immer mein Stand. Ich glaube, da hatten sie eine Substanz gelockert, ne, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man das noch durcharbeiten muss, bevor man es verschreiben kann. Ja, und es ist auch richtig relevant, dass man das RC attestiert. Entweder, dass man sagt, es hat aufgrund von Nebenwirkungen nicht weitergeführt werden können, die anderen Medikamente, oder eben fehlender Wirkeffekt, um dann in dieser Kaskadierung tatsächlich diese Antikörper verschreiben zu können. Da sie natürlich deutlich kostenintensiver sind als die bisher probaten Mittel. Und unterschiedlich auch in der Applikationsform, nicht? Man injiziert es ja in der Regel und dann einmal monatlich häufig in dieser Frequenz, so dass auch die Therapiegenauigkeit und Therapieadhärenz, also Zustimmung, doch höher ist, zum Beispiel als für Tabletten häufig. Was ist dein Paper des Monats, Lars? Ja, da habe ich auch kurz entschlossen umgesattelt. Dann haben wir eigentlich was anderes ausgesucht, und zwar, weil es diesmal keinen Popstars, aber diesmal allgemein Presse, also die Bild-Zeitung hatte das aufgegriffen, deswegen dachte ich, vielleicht kann man das doch nochmal so ein bisschen genauer aufleiten. Und zwar war ja am Wochenende der EAN, European Academy of Neurology, da waren wir auch vertreten mit einem anderen Thema, oder zwar auch zu Demenz, aber jetzt anders als das, was ich jetzt darstelle. Und da wurden aus Dänemark Daten gezeigt, Registerdaten letzten Endes über Covid-19 und das Risiko nach Covid-19 andere Erkrankungen zu bekommen. Das ist groß durch die Presse gegangen, auch in den ganzen E-Mail-Verteilern zu Neuro-News und aber eben auch in der Bild-Zeitung aufgetroffen worden. Und zwar wurde da berichtet, dass Covid-19-Patienten ein Jahr nach Erkrankung ein höheres Risiko hatten, Alzheimer zu bekommen, also Demenz zu bekommen, im Vergleich zu Menschen, die eben nicht Covid-19 positiv waren. Und zwar war das 3,5-fach erhöht.
Und bei Parkinson war das Risiko 2,6-fach erhöht. Und für Schlaganfälle war das Risiko 2,7-fach erhöht. Und für Blutung im Gehirn war es sogar 4,8-fach erhöht. Das war schon irgendwie interessant. Deswegen interessant, weil da quasi, da ist die halbe dänische Population erfasst worden in der Studie. Und zwar 2,9 Millionen Menschen sind da drin erfasst worden. Das ist schon ein großer Datensatz. Und deswegen, das wurde dann eben bei einer Pressemitteilung auf der Academy auch gezeigt. Und es ist auch schon eine publizierte Arbeit dazu, auch aus Juni in Frontiers in Neurology, also ist nicht so hochrangig, aber eben als offizielles Paper erschienen. Und jetzt kommt aber der Punkt, der dann vielleicht im Kleingedruckten in der Bild-Zeitungsmeldung dann immer nicht so auftaucht. Und deswegen dachte ich, sollen wir es nochmal erwähnen. Man hat das dann verglichen mit anderen Lungenentzündungen, unbekannter Erreger, also typische bakterielle Lungenentzündung wahrscheinlich und Influenza, also Grippe. Und da fand man dann eben nicht mal diesen Unterschied. Ja, also das heißt, wenn man an sowas erkrankt, hat man ähnliches Risiko, diese Erkrankung zu entwickeln. Aber bei den Schlaganfällen war es schon spezifisch für Covid-19. So dass man jetzt sagen kann, wer Corona hat im Vergleich zu Nicht-Corona haben, hat ein hohes Risiko, ein Jahr später diese Polyme zu bekommen. Aber das hätte er auch gehabt, wenn er eine andere Hospitalisierung gehabt hätte, mit einer anderen Infektionserkrankung. Aber für einen Schlaganfall scheint es eben tatsächlich mit Corona zusammenzuhängen. Und das trifft ja auch ganz gut die Hypothese oder die Knowledge, die wir schon über Corona haben, dass wirklich eine Gefäßerkrankung mit dabei, Endotheldysfunktion ist, dass auch Schlaganfälle fördern kann. Und trifft auch ganz gut zu einer anderen Arbeit, die auch kürzlich in den Medien war, und ich glaube sogar auf der ERN auch nochmal berichtet wurde, nämlich die Global Covid-19 Stroke Registry, in der ja auch gezeigt wurde, dass Corona-Patienten schlechteren Outcome haben bei Schlaganfallbehandlung, bei Thrombektomien und so weiter. Also das scheint tatsächlich mit dieser Endothel Entzündung, die sich da findet, zu korrelieren. Die anderen Dinge, Alzheimer und Demenz müssen sicherlich noch weiter, also Alzheimer und Parkinson, also Demenzen und Parkinson muss sicherlich noch weiter untersucht werden, inwiefern das spezifisch ist, inwiefern das mit dem Schweregrad der Erkrankung zusammenhängt, ob das ein immunologischer Prozess ist, der da losgetreten wird oder einfach nur mit einer Critical Illness zusammenhängt. Das ist sicherlich unklar und kann diese Studie nicht beantworten. Was aber interessant ist, dass sie keine Häufung fanden von neuroimmunologischen Erkrankungen bei Covid-19 versus nicht Corona-infizierten Patienten. Was vielleicht nahelegt, dass der immunologische Trigger durch die Infektion dann doch nicht so stark oder der Hauptfaktor ist. Das fand ich wiederum interessant in der Studie. Wobei das ja durchaus einige andere Studien auch reproduziert. Also ich glaube tatsächlich, die neurovaskuläre Schiene ist es. Schlaganfall, ja. Nimmt dem Bildtitel so ein bisschen das Reißerische, oder? Ja, genau. Das ist oder? Also wie lautet die Überschrift? Die Bildzeitungsüberschrift weiß ich nicht mehr. Aber ist dann vielleicht doch nicht. Also du hast es nochmal in einen gewissen Kontext eingeordnet. Ja. Fällt mir ein, wir machen am 5. Juli übrigens einen Schlaganfall-Informationstag bei unserem Klinikum und legen da auch mal wieder los, so ein bisschen Bevölkerung zu informieren über Symptome von Schlaganfall und was tut man, weil wir das die letzten 2 Jahre nicht gemacht haben und wir tatsächlich auch gesehen haben, dass die Versorgungssituation und auch die Sterblichkeitsrate bei Schlaganfallpatienten jetzt in der Pandemiezeit verschlechtert war. Und da gehen wir wieder in die aktive Information, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Seid ihr auch aktiv, der Lars? Bezüglich was? Meinst du? Aufklärungskampagne. Aufklärungskampagne über Schlaganfall insgesamt? Oder? Was macht ihr? Jetzt als Klinik? Ja. Öffentlichkeitsarbeit. Ja, klar. Also bin ich auch, ich bin zum Beispiel von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft auch Regionalbeauftragter und dann sammeln wir auch unsere
Veranstaltungen mal ein und melden die und versuchen dann Social Media und in Vorträgen und in der Presse aufzuklären, Patienteninformationsveranstaltungen zu machen und all das. Und das Gleiche gilt für Parkinson, ja. Ja. Wichtiger Punkt. Und das, was wir hier machen, ist auch eine Aufklärungsarbeit, Martin. Unbedingt, ja. Unbedingt. Also wir wissen, was wir gerade aktuelles lernen. Und jetzt ist es relativ früh am Abend und ich glaube, es ist nochmal Zeit für deinen Buchtipp. Und ja, achso, sind wir Zeit schon, zum Schwimmen gehen. Wir sind schon fast am Ende, genau. Das Paper haben wir jetzt, glaube ich, soweit abgehandelt, ne? Das so als Aufhänger. Ich glaube, man kann dann noch in die Tiefe gehen, aber also was ich mich da noch gefragt hatte, warum überhaupt so viele Patienten hospitalisiert waren, die Corona-negativ waren. Das war nämlich, da habe ich ein paar Dinge nicht verstanden, aber das muss man, glaube ich, in der Tiefenanalyse, sprengt das ein Podcast. Ich wollte aber nur nochmal aufklären darüber, dass das eben einige der Dinge, die in den Zellaktien sind, nicht unbedingt Corona-spezifisch sein müssen. Ja, lass mich kurz das Buch einleiten, weil dieses Buch eine Geschichte hat. Zum einen habe ich es selber schon gelesen, ein spannendes Buch, kann es nur sehr empfehlen. Und es gibt die nette Geschichte, dass du das damals in Düsseldorf jedem Assistenzarzt während einer bestimmten Studienphase, die wir hatten, geschenkt hast, damit er es liest. Ich weiß nicht, ob das alle getan haben, aber die Begeisterung für dieses Buch hat offenbar bei dir nicht nachgelassen. Und deswegen nun Lars Wojtyckis Buchtipp am Schluss. Für einen lauen Sommerabend. Oder empfehlenswert, das an einem Samstag zu lesen, denn es ist ein Buch, das nennt sich Saturday von Ian McEwan. Ich wollte es gerade in die Kamera halten, aber das ist natürlich Quatsch für die Hörer. das spielt an einem Samstag und hat auch eine Dicke von so 300 noch was Seiten. Man kann es auch an einem Tag durchlesen. Und es geht um einen Neurochirurgen und der Tag von diesem Neurochirurgen wird erzählt, seine Familienkonstellation, seine Konflikte, wie so ein Arbeitsablauf ist. Und ich will jetzt die Details gar nicht verraten. Auf jeden Fall kommt es zu einer dramatischen Wendung. Er gerät sozusagen, ich habe das Buch vor fast 20 Jahren gelesen, 2005, ich schreibe mir immer das Jahr rein, 2005 habe ich es gelesen und bin dabei, es jetzt wieder als Hörbuch zu hören. Deswegen die Details im Ablauf weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es wird eingebrochen bei ihm und da spielt eben und er wird überfallen und es passieren dramatische Dinge und passieren tut das durch eine Person, die an einer neurodegenerativen Erkrankung erkrankt ist, nämlich einer Huntington-Erkrankung. Und ich finde, das ist sowohl literarisch über die Medizin natürlich hinaus, kein Medizinerbuch, sehr schönes Buch, aber eben hat so auch Aspekte, bei denen man doch nochmal viel über diese Erkrankung lernt. Und im Rahmen der Studie, die wir mal gemacht haben, bei der wir untersuchen wollten, ob man mit der tiefen Hirnstimulation die Symptome der Huntington-Erkrankung lindern kann, habe ich das unseren Assistenten immer geschenkt, um sich so ein bisschen in die Krankheit einzulesen und auch vielleicht nochmal literarisch sich ein bisschen vorzubilden. Über das Ergebnis dieser Studie, die sehr lange gedauert hat, das war damals die Pilotstudie, jetzt läuft nicht mehr eine Multicenter-Studie, können wir aber gesondert mal berichten, weil wir haben dann nämlich jetzt bald die Ergebnisse zu. Huntington, soll ich es noch kurz erwähnen, ist eine Erkrankung, bei der es zu Abbauprozessen im Gehirn kommt, eine genetisch determinierte Erkrankung. Man hat Bewegungsstörungen, unwillkürliche Zuckungen, Veitstanz nennt sich das, Chorea, aber man hat eben auch kognitiven Abbau und affektive Störungen. Patienten können oft darüber erst auffällig werden, in der Psychiatrie landen, familiäre Konflikte haben. Ich habe Patienten, die auffällig wurden dadurch, dass sie wirklich psychiatrisch entgleist sind. Einen Patienten habe ich gehabt, der wurde mir vom Gefängnisarzt mal vorgestellt, weil er so komisch zuckte. Und der war tatsächlich, war ein junger Mann im Gefängnis gelandet, weil er so viel schwarz gefahren war und nie seine Knöllchen bezahlt hat, weil er es einfach kognitiv gar nicht steuern konnte. Und man hat gar nicht bemerkt, dass der arme Mann einfach eine Erbkrankheit hatte, die ihn nicht befähigt hatte, seinen Alltag zu regeln. Und erst als er dann diese Zuckungen im Gefängnis zeigte, ist er mir dann vorgestellt worden. Also oft ganz dramatische Biografien von den Menschen. Und entsprechend findet sich das auch in dem Buch wieder. Dann aber aus Sicht des Antagonisten geschildert. Aber das Schöne an dem Buch ist einfach, dass der
Mensch, der betroffen ist von diesem Patienten, gleichzeitig auch der Behandler ist und kriegt eine ganz schöne Wendung und interessante Bereiche in dem Buch. Und ist einfach, ich finde den Autor sehr schön. Und wer nach einer interessanten Lektüre sucht, jetzt in den Ferien und oder fürs Wochenende, dem mit neurologischem Bezug sei das Buch Saturday empfohlen. Lars, danke. Heute ist aber Donnerstag. Der Samstag folgt noch. Und ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Danke dir für den Podcast heute. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Freude daran gefunden haben und auch vielleicht etwas Informatives mitgenommen haben. Und jetzt wiederhole ich mal deinen Aufruf, den du immer startest. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Und ich sage dir adieu, Lars. Ich gehe jetzt schwimmen. Schönen Abend, Martin. Tschüss, mach's gut, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören.